Ja, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Rising World. Wir sind immer noch am Hausbau und ich check mal, wie es denn mit Steinen aussieht. Ganz beschissen. Das heißt, wir sollten eigentlich mal anfangen, ein wenig Stein abzubauen. Und das machen wir wie folgt. Wir haben natürlich da eine Höhle, da könnten wir reingehen. Aber ich würde gerne hier in den Berg einfach eine eigene Mine anlegen. Vielleicht da hinten so. Ja, doch, ich glaube, das könnte ein ganz guter Platz sein für so eine Mine. Mal gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Vielleicht finden wir ja noch unterwegs eine Höhle. Ja, ich bin total im Aufnahmefieber. Ich habe in den letzten paar Tagen so viel aufgenommen, das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier das auch hoch genug machen. Sonst nicht, dass wir aus der Welt glitschen. Obwohl, dann könnte ich euch auch mal. Eigentlich könnte ich euch auch dann mal die Hölle zeigen. Überlege ich gerade. Wollen wir uns kurz die Hölle angucken? Denn hier gibt es natürlich auch eine Hölle. Aber die ist ein bisschen anders als ja, zum Beispiel Minecraft. Denn hier ist das so, dass du nicht in eine andere Welt gehst, sondern das direkt vor Ort hast. Ach, wisst ihr was, komm, das machen wir kurz. Wir drücken F2, dass wir fliegen können. Und dann geht's hier ab nach unten. Immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Da wird's dann langsam schon schwarz. Jetzt haben wir nur einen schwarzen Bildschirm. So, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen vorgespult. Wir sind hier jetzt ordentlich weit unten, haben uns einen Knochen gebrochen und haben ein bisschen Leben verloren. Aber das ist ja alles nicht so schlimm. Hier sieht man schon einen roten Stein, der kündigt auch schon so ein bisschen an, dass wir schon in der Nähe der Hölle sind. Wir glitschen hier mal weiter durch die Wände, denn dort unten wartet es schon auf uns. Die Hölle. So. Und hier sind wir jetzt quasi in dem, was die Entwickler sich unter der Hölle vorstellen. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal Lava und auch so Höllensteine. Ich glaube, das heißt sogar Höllenstein, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ist aber auch egal. Jedenfalls, ja, könnt ihr sehen, wie das hier aussieht. Von da oben kommen wir. Ob es hier mal später irgendwie Gegner geben wird, oder Ruinen oder Festungen oder sowas, wie man das halt auch aus Minecraft kennt, weiß ich nicht, das kann ich leider nicht sagen. Kann nur sagen, dass mein Nachbar unter mir ordentlich Krach macht. Ja, nee, haben wir das auf jeden Fall mal gesehen. Ich mache mich jetzt wieder an den Aufstieg nach oben. Das dauert eine Weile. Das werde ich dann einfach wieder einblenden. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder an der Oberfläche. Wie ihr sehen könnt, immer noch mit gebrochenen Knochen. Aber hey, was soll's? Wir müssen hier mal ein bisschen für Licht sorgen. Deswegen gehen wir mal kurz zurück. Genießen ein wenig den Pixelmatsch. Ich gucke schon immer ein bisschen mehr nach oben. Damit wir hier das Gras nicht so sehen. Und dann gucken wir mal, dass wir uns hier ein bisschen was Lichtmäßiges herstellen. War hier, ne? Ja, Lichter. Eine Fackel. Spendet Licht, kann auch platziert werden. Machen wir mal 10 Stück. Ne? Nicht geizen mit den Reizen. Und dann haben wir hier eine Fackel. Na, so super. Damit ihr da hinten auch was seht. Das sieht cool aus. So, die Höhlen. Können wir eigentlich auch so eine richtige Mine anlegen wieder? Schauen wir mal, wie kann man die jetzt hier platzieren? Einfach hinstellen, oder was? Nee, die kannst du nicht einfach hinstellen. Das ist blöd. Hätten wir lieber. Moment. Die Fackeln rennen uns ja nicht weg. Was wir haben, haben wir. Wir bauen uns jetzt aber so eine Gartenfackel, ne? Sowas hier, die kannst du nämlich platzieren. Das ist vielleicht in Höhlen intelligenter. Lichter. Gartenfackel. Brauchen wir Stöcker für? Kein Problem. Da hast du Stöcker. Gartenfackeln. Machen wir auch mal ruhig. Also Fünfe. Zack. Ne? Damit wir in der Höhle auch ordentlich Licht haben. Ansonsten seht ihr ja gar nichts. Jimmy! So. Und die platzieren wir dann einfach hier so am Eingang eine. Ja. Schief ist das neue Gerade.
Und dann bauen wir hier mal weiter ab. Ja, wie findet ihr eine Höhle? Und habt ihr Ideen, was man so in der Höhle, oder die Hölle meine ich natürlich, was man so in der Hölle vielleicht später mal finden könnte? Ich habe ja auch so, also so ein bisschen irgendwie so ruinenmäßig irgendwas. Das wäre schon ganz cool. Ich glaube nicht, dass es mal später so ist, dass man da irgendwie Satan finden kann oder sowas. Das glaube ich nicht. Obwohl, das könnte man natürlich machen, ne? Es liegt ja ganz im Ermessen der Entwickler. Lustig wäre es auf jeden Fall. Ja, nicht wundern, meine Höhlen sehen jetzt nicht irgendwie großartig gerade aus oder so. Wir bauen ja einfach ab. So, guck mal, 33 Steine. Es füllt sich, es füllt sich. Das können wir ja alles mal irgendwann später hier ein bisschen gerade bauen. Einfach mit einem Vorschlaghammer kann man das, glaube ich, glätten. So wie man das halt draußen glättet mit der Hake, kann man das hier mit einem Vorschlaghammer machen. Obwohl das auch immer ganz cool aussieht, wenn das so ein bisschen eingestürzt und verfallen aussieht. Ich glaube, das hier oben ist Erde, ne? Oh, wird schon wieder dunkel. Also hier drin zumindest. Und also schon wieder Zeit für die nächste Fackel vielleicht. Da, aber da will er nicht, oder was? Dann halt da. Hey, Hauptsache Licht, hä? So, immer aufpassen. Wir wollen hier nicht durch die Welt glitschen. Ja, also mir gefällt die Hölle schon mal richtig gut. Vor allen Dingen so wie die Lava. Hallo? So wie die Lava da gestaltet ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie hier mal später auch so das Wasser hinbekommen. Wenn sie das so hinbekommen, dann ist ja schon mal ziemlich cool. Geil, guck mal, jetzt haben wir hier so ein Durchgang. Das sieht schon stylisch aus, finde ich. So ein bisschen weghauen. Guck mal. Boah, das finde ich richtig stark, ey. Wir bauen uns aber mal an dieser Stelle hier auch noch so ein bisschen schräg nach unten. Es gibt ja auch natürliche Höhlengänge. Haben wir ja gesehen, da wo der rote Stein war. Und wir haben ja auch eigentlich direkt bei unserem Bauplatz, haben wir ja auch so ein Loch, was da nach unten geht. Da werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal umgucken. Da müssen wir dann aber wirklich aufpassen, dass wir uns da nicht verlaufen. Da müssen wir ordentlich Gartenfackeln mitnehmen. Und uns den Weg leuchten irgendwie. Ja, diese Folge beschäftigt ein bisschen mit dem Abhacken. Denn wir brauchen Stein. Wir brauchen Stein, 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 Stein. Und wir haben voll wenig. Wir kriegen unheimlich viel Erde, das sehe ich gerade. Aber wir sind hier schon auf Stein-Level auf jeden Fall. Oder? Ja, guck mal, es geht doch. Da haben wir schon den ersten Stack mit Steinen voll. Das passt also. Bisher, wie gesagt, noch gar keine Rohstoffe in dem Spiel. Kommt aber alles natürlich noch. Ja, das seht ihr ja schon daran, dass die ganzen Baurezepte teilweise noch gar keine... ja, man braucht halt gar nichts, um das zu bauen. Und so kann es natürlich nicht bleiben, das... Wissen wir, das wissen die, das wissen alle. Na, hier oben noch ein bisschen. Und mal wieder eine Gartenfackel, wa? Und die steht ja sogar fast gerade, hey. Ziemlich trostlos hier in so Höhlen, wa? Aber absolut cool gemacht. Gefällt mir wirklich richtig gut, ey. Da
würde ich das jetzt auch gerne mal ausprobieren, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Ich meine, wir sind ja hier zum Ausprobieren. Ich würde jetzt ganz gerne mal so einen Vorschlaghammer bauen. Und dann noch mal gucken, wie man da den Stein glätten kann. Da brauchen wir, glaube ich, so einen Vorschlaghammer-Kopf. Komponenten. Vorschlaghammer-Kopf. Und dann wahrscheinlich wieder Stöckchen, wa? Werkzeuge, Vorschlaghammer. Können wir uns herstellen. Cool. Und dann zeigt man ja hier, die Hake können wir erstmal wegmachen. Vorschlaghammer. Der sieht schon ordentlich aus. Ich hätte da einen Vorschlag. Hammer. Die Fackel hier am Eingang, die sieht echt scheiße aus. Die müssen wir vielleicht mal anders platzieren. Hier kannst du nicht weghauen. Warum? Ist das Erde an der Stelle? Ha, okay, das ist Erde. Es ist natürlich das Coole, ne? Da kannst du mit der Hake, kannst du hier die Erde alles angleichen. Dass das wirklich weiche Rundungen sind und so, ne? Seht ihr? Und den Rest kannst du dann mit einem Vorschlaghammer im Endeffekt machen. So kannst du dir richtig geile Höhlengänge bauen. Das ist voll cool, ey. Das ist voll cool, das gefällt mir richtig gut. Mensch, da kriegst du ja direkt irgendwie Ideen, so eine Höhlenstadt zu machen. Nee, das ist okay. Guck dir das mal an, wie geil das dann aussieht. Alter, die Fackel nervt mich hier. Ach, die kann man wieder mitnehmen. Richtig genial. Richtig genial. Zack. Alter, wie geil das jetzt hier aussieht. Ey, voll cool. Gefällt mir richtig gut. Könnt ihr jetzt stundenlang machen hier. Ich weiß, dann lauft ihr Amok. Boah, ist das geil. Wir bauen hier aber noch weiter Stein ab. Geil. Da kannst du ja kleine, richtig so eine kleine Bergstadt machen, wo halt, kennt ihr das, in Ägypten ist das? Da wohnen die Leute in so kleinen Höhlen im Stein, in dieser, es ist eins der Weltwunder. Diese, ist eine Stadt aus Stein quasi. Boah, richtig cool. Bin ich ja geflasht, ey. Ne, das sind so Kleinigkeiten, über die ich mich in so Spielen immer freue. Halt alles, womit man extrem kreativ sein kann. Oh, hier geht's weiter. Finde ich super genial. Ich mag das ja, wenn man da so ein bisschen alles ändern kann, alles nach seinen Wünschen irgendwie verändern kann und so. Das ist schon cool. Aber Abwechslung muss drin sein. Ich mag es nicht, wenn man stagniert. Genauso in Videospielen, können wir ja vielleicht auch mal drüber reden. Ist mir aufgefallen, dass halt viele einfach, ja, dieses so, man sagt immer so salopp, das Phänomen Minecraft. Es zocken halt, ich meine, ich zock auch gern Minecraft, ne? Ich will ja auch nicht sagen, so hört auf Minecraft zu zocken. Quatsch, warum? Macht ja Spaß. Aber mir kommt es manchmal so vor, als ob die meisten einfach gar nichts anderes mehr zocken. Na, wir haben jetzt im Livestream, haben wir Fallout 3 am Spielen. Ist ja Livestream exklusiv, habe ich mir so überlegt. Obwohl ich da schon aufgrund von vielen, vielen Nachfragen am Überlegen bin, ob ich die Videos von Fallout 3 aus dem Livestream auch auf YouTube knall. Das ist so geil hier mit dem Hammer. Zong, zong. Song, Song. Hihihihi.
Das ist so geil, ey. Sorry, ich weiß, ey, ich hänge jetzt hier die ganze Zeit und hau hier auf die Decke ein und so. Aber ich finde das so geil, das ist doch mal so genial. Dir mal an, da kannst du so eine richtig fette Höhle machen. Ne, haust du im Endeffekt, kannst du hier so lange hauen, bis du das richtig kreisrund hast. Richtig weiche Formen. Oh, und draußen ist es dunkel. Ja, sonderlich viel geschafft haben wir in dieser Folge nicht. Ich weiß, meckert nicht rum. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß an dieser Folge. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir hier noch ein bisschen weiter nach unten bauen. Huhuhu, in unseren kleinen Stollen. Und dann auf jeden Fall auch beim Haus weiterbauen. Bis dahin, macht's gut.